Aufnahme. So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zur allerersten Folge von der, wie haben wir uns genannt, Ritter der Abendrunde. Aktuell starten wir heute mit Stadt, Land, Fluss. Das hatte sich die liebe Conchi gewünscht. Sag mal bitte Hallo. Hallo. Genau. Und aktuell haben wir dann noch den Blub. Und den moin, Adriano. Moin. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich. Hallo. Genau. Und wir haben uns jetzt heute mal zu viert eingefunden, wollten so ein bisschen so ein paar Spiele spielen und einfach mal gucken, wie sich das, wie das halt so ankommt. Habe ich ja beim Mario Part, beim Slugsy schon gesagt, dass ich da mal was aufbauen wollte. Und heute haben wir uns endlich mal dazu eingefunden. So, die Musik steht und wir starten. So, jetzt muss ich erstmal mein Tablet ein bisschen zur Seite räumen, das brauche ich ja nicht. Buchstabe L, Dinge, die man jeden Tag macht. Oh, da habe ich schon was richtig Nices gefunden. gut, anderes Wort für Kacken. Sachen, die man mit Kindern, tut. Mit L schon schwierig. Also es gehen auch Sätze, muss halt nur mit dem Buchstaben anfangen. Das ist bekannt, ne? Nee. Anwesend. Okay. Also wenn ihr jetzt irgendwas habt, was drei Wörter oder so frisst, aber mit L anfängt, dann ist das okay. Müssen wir sowieso später erwähnen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Stinkende Sachen. Ach du Scheiße. Ist halt echt schwer, irgendwas Lustiges auszudenken. Ja, streng dich mal ein bisschen an. Es muss ja nicht mein unbedingt lustig Kopf, sein. Mein Kopf, der raucht schon. Du kannst denken. Blub. So, der stille Adriano ist auch hoffentlich schon am Tippen. Ja, bin ich. Ah, super. So, ich wäre fertig. Gut, ich bin auch fertig. Und braucht jemand noch ein paar Minuten Zeit? Ja. Gut. Ich würde sagen, wenn mehr als die Hälfte schon fertig sind, dann würden wir sagen, machen wir noch 10, 15 Sekunden. Weil man muss ja nicht immer warten, bis alle fertig sind. Aber so ein bisschen fair sollte es halt schon sein. Also ihr könnt natürlich auch immer sagen, nein, ich will aber noch fertig tippen. Dann sagt Bescheid. Ich bin fertig. Gut, dann lassen wir der Conchi noch 10 Sekunden und dann fertig. Wer hat das denn geschrieben, diese Kategorie Dinge, die im Arsch wehtun? Weiß ich nicht. Ja, ich nicht. Ich hab's ausgewählt, aber... Alter. Bestimmt irgendein 12-jähriges Kind. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bei zwei Sachen kann man's ja noch. Gut. Wer will vorlesen? Gibt's Freiwillige? Sonst mache ich's. Mach du mal, Dinge, die man jeden Tag macht. Den Lurch schütteln. Also wenn euch irgendwas nicht gefällt oder so, dann müsst ihr halt irgendwie, dann könnt ihr halt zum Beispiel ein X draufklicken. Dann, ja. Auch wenn es zu lahm ist. Bad Gear hat geschrieben. Warte mal, wer ist denn Bad Gear? Ich müsste das sein. Okay, und der Elefant ist dann der Adrian?
Ja? Ja, ist er. Okay. Und du bist dann das Wasserbuffalo. Okay. Der Blub macht jeden Tag Lachen. Der Adriano. Adriano laufen. Und die Conchi tut jeden Tag nach Läusen suchen. Ja, bestimmt bei ihrem Hündchen. Ja. Nicht bei deiner Schwester oder bei deinem Bruder. Ja, bei denen auch. Die machen schon gegenseitig. Deswegen musst du ja den Hund nehmen. Sie sammelt dann die weggeschmissenen Läuse vom Teppich auf. Und dann kommen die ins Bett von der Mutti. Ich dachte, sie isst sie dann. Proteine und so, damit sie noch wächst. Ja, die Conchi muss wachsen. Die gehen zu den Geschwistern über. So. Andere, wer will das nächste Kategorie vorlesen? Hat jemand Lust, freiwillig? Komm, Blub, mach du das. Essen. Ich spiel gar nicht. Anderes Wort für Kacken. Von Sascha haben wir Luchsstange ausdrücken. Von mir kommt die Landmine legen. Von dem Adriano kommt Lumpen rausdrücken. Und von der Conchi kommt Laugenstange. Ja. Kann man so stehen lassen, von meiner Seite aus. Jo. Wie gesagt, wenn euch irgendwas nicht gefällt, einfach anklicken, das ist dann auch in Ordnung. Da ist dann auch niemand böse drum. Soll das jetzt Luchstange oder Luchsstange sein? Eigentlich sollte das die Luchsstange sein. Oder Lauchstange, glaube ich. Das wird ein X. Achso. Boah, das ist gemein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Na gut, freies Land, freie Meinung, ne? Gut. Die Conchi liest vor Sachen, die man mit Kindern macht. Weiner lässt die Lampen putzen lassen, okay. Ich glaube, wir müssen die Namen nicht immer alle mit vorlesen, das wird irgendwann zu. Ja, gut. Voll sieht man nicht, glaube ich auch. Lackieren und lachen. Und, okay. Kann man Kinder lackieren? Ja, klar. Können schon, muss ja nicht legal sein. Hat keiner gesagt, was man mit den Kindern macht. Man kann auch gehen, man kann es auch in den Fleischwolf drehen. Hast du etwa noch nicht Fast and Furious Tokyo Drift geguckt? Da wird auch ein Kind lackiert. So ein Arsch auf dem Kopf tätowieren. Erst den Kopf kahl rasieren und dann so ein Arschloch. Oh nee. Wir müssen aufpassen, ich muss das ja vor YouTube rechtfertigen. Adriano, möchtest du die stinkenden Sachen mal vorlesen? Kann ich machen. Super. Stinkende Sachen. Lange Sportschocken. Schweiß. Leerer Schweiß. Leichter Durchfall. Lustgrotten von Milf. Conchi! Was ist das? Also demotiviert. Die Lustgrotten von Milfs, ey. Das ist dann so, als würdest du eine Gurke in eine Turnhalle werfen, oder was? Ich sag schon, das wird lustig sein. Lustgrotten von Milfs kommt von den Weibchen. Oh, herrlich. Ich darf das. So, ich mach das mal ein bisschen größer, glaube ich. Kann man das irgendwie auch? Nee, das bleibt so groß, okay. Gut. Dann bin ich Penis-Synonym. Lanzenstecher. Lulumann. Lümmel. Was? Lustgrottenstopfer. Hallo, liebe Dame. Wie wäre es, wenn mein Lustgrottenstopfer und deine Lustgrotte sich vereinigen zu einer geschlossenen Höhle? Der Blub läuft ja lieber mit ihm. So, Dinge, die im Arsch wehtun. Jo. Ein Lachsknochen. Auf jeden Fall. Lange, dicke Stangen. Ein Lichtschwert. Das burnt. Stell ich mir echt schmerzhaft vor. Lebende Menschen. Okay. Gut, Lachsknochen. Okay. Ich meine, wenn du dir so eine Fischgräte so durch den Arsch ziehst, das kann schon zwirbeln. Lange, dicke Stangen. Jo, das wird dann schön gestretched. Lichtschwert. Boah, das gibt eine richtige Bratpfanne, ey. Ich meine, das ist ja heiß. Laser ist ja heiß, weißt du? Boah. Lebende Menschen. Wie sollen die da reinpassen? Also, Conchi, ich weiß ja nicht, was du für einen Arsch hast. Hinterfrage meine Antworten nicht. Hinterfrage meine Antworten nicht. Sie nimmt immer Lilliputana dafür, oder was?
in die Stadt der Zwerge. Ich oh, da bin ich aber mal rum. Mich geschrumpft. Ja. Da geht es in so eine Stadt von den Lilliput, Zwergenstadt, Lilliputaner Zwergenstadt, Fältchen. Oh, da ist mir aber was in den Hintern gerutscht. Für das eher bei einem Riesen vorstellen. Weg ein. Komm, das lest mal die Conchi mal wieder vor. Komm, Conchi, Weg ein Date zu ruinieren. Lutschbonbons herumspucken. Aha. Lost Christmas singen. Im Sommer. Im Sommer. Leichten Mundgeruch haben. Lachend einen Berg runterspringen. Ich will nicht wissen, wem er da daten muss, um lachend einen Berg runterzuspringen. Ich glaube, Conchi würde das sogar schaffen, Leute dazu zu bringen. Dankeschön. So nach dem Motto, hey, warum bist du noch Single? So, Conchi mit 40, warum bist du noch Single? Man nennt mich die lachende Witwe. Adriano, was kann man mit einem Löffel machen? Löffeln? Lagerfeuer löffeln? Leichte Suppe? Jo, die Conchi kann mit Löffeln nichts machen. Ja, Entschuldigung. Die isst ihre Suppe mit dem Messer. Ja. Immer so schön tropfenweise. Zufällig esse ich gerade eine Suppe. Immer schön mit der Messerspitze so Tropfen für Tropfen. Nom, nom. Lecker. Gut, lassen wir es mal so. Super, nächste Runde beginnt in 4, 3, 2, 1. Bam. Oh, jetzt lege ich wieder los. Oh, mit R. So, ich wäre dann fertig. Vielleicht ein bisschen größer machen kann. So, Adriano ist auch fertig. Blub Conchi braucht ihr noch lange? Ja. Ja. Gut, dann. Mann, Löffel.
Das gibt mir keine Ideen. Du wolltest es unbedingt. Ich hab dich gefragt. Ah. Ja, ich würde sagen, dann machen wir noch. Mach ich noch 15 Sekunden. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh. Fehlen mir halt wieder 2. Wer hat jetzt fertig gedingsbumst? Bestimmt Blub. Nein. Ich bin asozial, ist Arsch. Ich bin kein asozial, was dagegen? Richtig asozial, das Arsch. Ja, Arsch. Die letzten 3 Sekunden wollte ich ihr nicht gönnen. Okay. Ja. Dinge, die man jeden Tag macht. Rumschreien und dabei scheißen. Rührei essen. Rauchen und Rumpelstilzchen verklagen. Natürlich. Ja, cool. Also rumschreien und dabei scheißen ist ja klar. Ja, wenn man auf dem Klo sitzt und dann mal eine fette Verstopfung hat, dann brüllt man manchmal so einen kleinen Son Goku Saiyajin raus. So, also bei dir kann ich es wirklich vorstellen. Boah. Vor allem in einem Cosplay. Natürlich. Ich habe nichts Besseres zu tun, als mir mein Son Goku Cosplay anzuziehen, auf der Toilette zu stehen, zu scheißen und sagen, Ja. Jetzt weiß ich auch, warum die immer so lange geschrien haben in den alten Dragon Ball Z-Folgen, weil die Schauspieler, die das synchronisiert haben, einfach am Scheißen waren. So, Rührei essen ist okay. Rauchen, okay. Rumpelstilzchen verklagen. Ja. Ich wollte irgendwas mit Rumpelstilzchen machen. Okay, gut, alles klar, wunderbar. Ja. Kann man so gelten lassen, finde ich alles soweit wunderbar. Jetzt verdienen. Blub, du bist dran. Anderes Wort für Kacken. Rumpsteak verarbeiten, Rohr drücken, rausdrücken, Rektumsentleerung. Rektumsentleerung. Yes. Obwohl Kacken ist ja eigentlich ein Two-Word, also ein Adjektiv, da wäre es eigentlich passender, wenn man sagt, Rektum entleeren. Aber kann man gelten lassen. Wir sind ja hier nicht im Deutschunterricht. Okay, bevor die Conchi jetzt durch Discord springt, mir an die Google geht, würde ich sagen, fang doch mal bitte an zu lesen, was man mir so mit Kindern ausübt. Mit Kindern tut man Rache ausüben, Raketen abschießen, Randale und radioaktiven Müll suchen. Okay. Ach, deswegen bist du so scheiße. Also ich meine ja immer so mit Rache ausüben, weißt du, so typische Supermarktsituation. Du bist da vor dir, eine Mutter mit Kind. Oh, Mama mag noch ein Mars, mag noch ein Snickers. Und die Mutter total entnervt und sagt so, entweder du bist jetzt still, oder du fängst eine. So, während dann die Mutter einen Einkauf rumeiert und das Kind dann so vorm Einkaufswagen da so rumsteht, sag ich so, hey Kleine, komm mal mit. Pack ich mir den Kleinen und sag so, Kleiner, meinst du nicht, dass deine Mutter falsch argumentiert hat bei der Definition, gerade in der heutigen Zeit, wo alle so viel für Frieden und Mitverständnis und Gefühl rumeiern? Der Kleine guckt so nach oben und sagt so, hä? Und ich dann so, glaubst du, die Power Ranger hätten sich das von ihrer Mama gefallen lassen? Nö. Wenn deine Mutter wiederkommt, zeig ihr einfach das internationale Zeichen für Frieden. Zeig ihr deinen Mittelfinger. Huhu, ja, Frieden. Hey. Ich habe das Kind nie wieder gesehen. Ja. Das meine ich halt mit kleinen Gemeinheiten aus dem. So kleine Rachen. Hey du, ich mag dich, aber dein Kind ist ein Arschloch. Ey, spinnst du, das ist erst 2 Monate alt. Ja, was meinst du, was das für ein Arschloch erst in 20 Jahren ist? Gut, da gibt's jemanden, der mit den Kindern ganz gerne Raketen abschießt, Randale macht und die Conchi sucht radioaktiven Müll. Rat mal, warum ich eine Bazooka habe. Wenn dann so eine Conchi mit ihrer dreiarmigen Kinderarmee kommt, dann ist der Blub da immer so, hehe, ich hab dich im Visier, Conchi. Und die Conchi so, hehe, ich hab noch 200 Millionen Kinder mit 4 Armen hier stehen. deswegen seid ihr immer so gut drauf. Alles klar, weiß Bescheid. Adriano, willst du mal die stinkenden Sachen vorlesen?
Rektalthermometer. Yeah. Rauch. Runtergekommene Hütte. Alles klar. Also ich versuche dann halt immer, also beim Adriano, der hat halt Probleme mit seinem Mikrofon manchmal. Und wenn halt irgendwas abgeklommen ist oder nicht so ganz rüberkommt, dann versuche ich das so ein bisschen zu kompensieren und ein bisschen ihm unter die Arme zu greifen. Ich hoffe, das ist soweit okay. Jo. No. Die Frage ging an Adriano, nicht an euch beide. So. Ja, ist alles in Ordnung. Okay, super. Alles klar. Die Conchi hat keine stinkenden Sachen mit R. Super, das ist gut. Leider. Hat ihr Zimmer aufgeräumt und sauber gehalten. Alles klar, kann man so stehen lassen. Was habt ihr denn? Ja, dann bin ich. Also ich lese da mal die Penis-Synonyme vor. Der Rüttelmeister. Rock Solid. Das muss man mir aber erklären, was damit gemeint ist. Und riesiger Nymen. Ja, Blub. Ja, Blub, erzähl mal, was ist denn ein Rock Solid? Oh Mann. Hattest du etwa noch nie einen Steifen? Mein Gott. Jetzt erklär schon. Ja, aber solid. Ich bin eine Frau. Ja, solide. Aha. Steinhart. Ja, könnte man zählen lassen. Conchi, für dich, das musst du nicht verstehen. Also, Rock Solid nennt man bei uns Männern das, wenn der so hart ist, dass du dich als Frau dranhängen kannst mit dem Arm. So, weißt du, wenn jemand so an der Klippe steht oder so, dann sag er einfach, hier, ich kann dich nicht halten. Dann sag einfach, denk an irgendeinen geilen Porno, den du geguckt hast, und dann greifst du einfach dran und ziehst dich wie einem dicken Ast einfach hoch. oder hängst du einen fetten. Ich glaube, das reicht. Entschuldigung. Na gut, dann würde ich sagen. Blub, les mal vor. Nein, du bist dran. Ich bin dran. Oder? Nee. Nee. Ich hatte warte mal. 1, 2, 3, 4. Ach, dann bin ich doch wieder dran. Ja, Blub. Dinge, die im Arsch wehtun. Rasierklingen. Ja. Das stelle ich mir echt schmerzhaft vor. Glass Ass. Ich geht. Entschuldigung. Ihr habt doch bestimmt alle das Video gesehen, oder? Ja. Also ein Typ, der schiebt. Rabenfüße. Oh. Okay. Nimm nochmal vom Raben den Fuß Blub und steck ihn hier rein. Keine Rabenfüße. Ein Rochen. Ja, okay. Ist der nicht ein bisschen groß? Ja, wer weiß, was für ein Arsch der hat. Ruderboote. Oh, also gleich mehrere Boote. Wow. Also Conchi. Ja, gut. Wenn man so ein Kajak oder so ein Kanu sieht, das sieht dann, wenn schon. Das sieht dann schon aus wie so ein großes Zäpfchen. Ja, also wobei, du musst überlegen, Conchi hat nicht nur ein Loch, ne? Fuck the shit, I'm out. Fuck the shit, I'm out. Gut, da, Conchi, jetzt bist du dran. Jetzt ist deine Rache gekommen. Erzähl uns. Also. Weg, ein Date zu ruinieren. Da kann man erstens in die Hose reinscheißen. Rübsen drehen. Rumgammeln, Rinderschlacht. Das sehe ich genauso. Ja, Rülpsen drehen. Ich habe es probiert, hat nicht geklappt. Lassen wir mal so stehen, machen wir mal schnell weiter in der Hoffnung, dass es nie jemand anspricht. Doch. Wer möchte? Ich glaube, der Adriano ist jetzt wieder dran, ne? Mit einem Löffel kann ich reingraben, Regen löffeln. Reis essen, rauchende Kinder bewerfen. Okay, ich habe jetzt nur eine kurze Frage. Rauchende Kinder bewerfen. Von was rauchen die denn? Nach der Schule, wenn sie irgendwie eine Klausur haben oder so? Nee, ja. so wie Conchi, wenn sie anfängt zu denken. Genau, dann sitzen wir da und bewerfen sie da mit Löffeln. Ja. Mit dem Göffel of Doom. Ja, kann man sagen. Da gab es doch irgend so ein YouTube-Video von irgend so einem Typ, der hat eine ganze Zeit mit einem Löffel gehauen. Also wenn das bei mir gemacht hätte, hätte ich ihm einmal mit der Faust in die Fresse gehauen. Dann wäre Ruhe gewesen. Leute kommen auf solche Ideen. Gut, ja, kann man bestätigen, passt. Wir machen eine neue Challenge. Nehmt euch ganz viele Löffel und bewerft damit Kinder, die rauchen. Rauchende Kinder. Ach so, rauchen im Sinne von Glimmstängel. Ah, das macht. Ja, das ist auch drin.
Darf man auch UE machen? Ja, würde ich sagen. UE für, na gut. Ja, UE ist ja eigentlich Ü. Also ja. Das wäre dann ja. Schon... da muss ich sagen, bin ich dagegen. Wenn ihr... Dann halt nicht. Wenn ihr drei natürlich sagt ja, dann ist das okay. Na, dann ist es schwieriger. Kann man machen. Also mit U ist schon weiter schwieriger als die letzte. Ja, das stimmt, ne? Das muss ich schon echt ein bisschen nachdenken. Wir sind bei Runde 3 von 4. Erinnert mich dran, dass wir die Rundenzahl Maximum 4 machen. Weil wir jetzt schon fast bei 30 Minuten sind. Wow. Ja. Ja, Vielleicht machen wir dann nach der vierten Runde vielleicht mal einen Break oder so. Weil, wie gesagt, eine Stunde ist dann halt vielleicht für eine Folge zu lang. Oder wir machen daraus zwei Folgen. Dinge, die im Arsch wehtun mit U. Wird das so richtig geschrieben? Ich glaube schon. So, ich wäre dann soweit. Eieiei. Gut, ich gebe euch noch 15 Sekunden und dann beende ich. Also die Runde. Satz noch zu Ende schreiben, Satzwort, dann finito. Aber seid auch ehrlich und sagt Bescheid, wenn ihr den Satz fertig geschrieben habt. Ich hab ja, fertig. Mir fällt nichts ein. Okay. Adriano? Ich bin best fertig. Bitte? Ich bin fertig. Gut.
dann hören wir auf. So, Dinge, die man jeden Tag macht mit dem Buchstaben U. Da habe ich verkackt. Das könnt ihr gerne wegmachen. Eigentlich sollte das unglückselig herumheulen. sollte eigentlich unglückselig herumheulen bedeuten. Ja, kann man wegmachen. Unfallflucht. Macht der Blub jeden Tag. Oder? Doch, das bist jo, du, ne? Nein, eigentlich ja nicht, aber... Oh, ihr müsst... Ja, das ist schade. Okay, vielleicht kann man sich, wenn wir das öfter spielen, doch sich doch mal registrieren. Kann vor allem sich auch mit Facebook anmelden. Also man muss jetzt nichts, keinen neuen Account oder so erstellen. Aber wenn man mal so hört, dann kann man aber auch am Tag Unfallflucht betrieben wird, dann jo, ist es ja eigentlich... Kann man gelten lassen, auf jeden Fall. Unterhalten, ja. Und die Conchi macht... die Conchi tut Unterhosen klauen. Bestimmt, yes. von ihrem kleinen Bruder und verkauft sie dann bei eBay. Mm, mit extra Bremsstreifen und Arschwassertränkung. Oh, oh, so, oh. Da stelle ich wie in Japan so einen Bestimmt so im Sportunterricht. Die Conchi treibt wieder ihr Unwesen bei der Jungsumkleide und stiehlt die getragenen Unterhosen. Hippity hoppity, ich habe deine Unterhosen. Ach, herrlich. Oh. Mm. Adriano, lese mal vor. Anderes Wort für kacken. Unsere Fabriken entleeren. Urschleim rauslassen. Unten raus. Unten rausballern. Ach, das Wort unten gibt's ja auch noch. Es gibt ein Wort, das nennt sich unten? Hä? Echt? Wie kommst du auf sowas? Ich denke die ganze Zeit nach Wörtern mit U. Und mir kommt einfach nicht unten. Das sehe ich ja jetzt erst. Unten rausballern. Also ich weiß nicht, wie du immer scheißen gehst, Blub. Aber gut, bei Blub, da bleibt dann immer irgendwie... Manchmal kann der zu Hause oder auf der Arbeit wird er auch gerne der Schüsselsprenger genannt. Nee, überleg mal, du hast so eine Mischung aus Dünnschiss und Festmischiss, weißt du, so richtig, richtig schleimig und klebrig, weißt du? Blub erklärt euch die Aggregatzustände von Scheiße. Ah, herrlich. Na gut, Jo, Blub, Sachen, die man mit Kindern tut. Umdrehung von Reifen testen. Jo, kennst du das nicht? Zerstören. Unterwerfen, urinieren. Okay, die Conchi geht immer mit Kindern. Klebst du sie etwa immer an die Reifen oder wie testest du das? Ich nehme große Traktorreifen, dann klebe ich die immer so mit Händen und Füßen dran. Dann kommen die an den Rad und dann gucke ich mal, wie schnell die sich drehen können. Und wie oft sie schreien können. Aber bis die Reifen dann platzen. Und immer, wenn du halt schreist und dich so im Kreis drehst, dann gibt es ja immer so ein und das zähle ich dann und nenne es dann immer Schreie per Sekunde. Und sag dann so, dieser Traktorreifen hält 200 Schreie per Sekunde aus. So ungefähr. Eine neue Maßeinheit wurde geboren. Kinderschreie per Sekunde. Oh. Na gut, Conchi, stinkt. Warte mal einen Moment. Wen hatten wir jetzt? Ich. Dann. Adriano. Adriano. Dann war ich und jetzt kommt Conchi. Jetzt die, genau, jo. Conchi ist mit den stinkenden Sachen. Also, Unterhosen mit Bremsstreifen, ungewaschene Milfs, uralte Socke, Untote. Untote. Ja, gut, wenn die Conchi. Das heißt, alle Menschen stinken. Wenn die Conchi sauer auf ihre Geschwister sind, dann pennt sie manchmal im Sommer auf dem Friedhof und dann kommt da schon manchmal so der Untotengeruch raus. Ja, ja, das ist schon echt belastend. Muss man immer so Duftkerzen mitbringen. Mit Duftkerzen auf dem Friedhof. Ich richte mir nur mein Abendlager ein. Lasst euch nicht stören. Gerade wenn es hell ist bei so einer Beerdigung, lasst euch nicht stören. Das ist nur der Pfarrer, das ist nur die Conchi. Die will heute Abend hier wieder schlafen. Läuft dann so mit dem Schlafsack rum. Ja, ich soll. Was machst du denn da, Conchi? Ich tue schon mal Probe liegen. Den Platz nehme ich nicht. Nein, der ist doof. Nee, ich will das andere Grab. Das ist mir nicht gemütlich genug. Bei der alten Bertha hat's gut gelegen, oh. Neben der alten Bertha. Okay, alles klar. Ja, Penissynonym. Ukulelenschwengel.
unbefriedigte Schlange. Wer hat denn eine unbefriedigte Schlange in der Hose? Ja. Tja, wenn du zu viel Viagra schluckst. Okay, ultra hart. Alter, damit kannst du dann Stein. Ey. Das ist wahrscheinlich besser als Rock Solid. Oh, unser. Wie heißt dieses Ding? Unser Presslufthammer ist kaputt. Ey, dann guck dir mal ein Porno an und dann schwängel mal auf dem Beton rum. 50 Stoß per Second. Oh, that's pretty, pretty fast. Okay, und die Conchi redet mit ihrer Unterhosenbeule. Alles klar. Es gibt auch professionelle Schrittausstopfer. Echt? Ja, das macht die Conchi wahrscheinlich immer so bei Männercontests. Marklücke gefunden. Und sie als, wie heißt's, und sie als Mann durchgehen will. Dann lässt es sich erstens ein Bart wachsen, klebt obenrum alles so ein bisschen ab. Oder macht sich halt so einen etwas dickeren Bierbauch, zieht ein T-Shirt an und stopft dann so eine Beule halt rein, irgendwie so eine zusammengerollte Socke unten oder so. Ist halt nur blöd, wenn einer irgendwie vom anderen Ufer so nachgucken will, ne? Ey, sie ist eine Betrügerin! Ich wäre wie ein Betrüger! Alles klar. Ich war mit dem Penis-Synonym dran, das bedeutet... Der Adriano ist jetzt mit Dinge, die im Arsch wehtun, dran. Ja. Rostklingen. Unsaubere Rostklingen, genau. Ungehobelter Holzdildo mit Splittern. Ah! Ja. Oh, stell dir mal vor, diese Splitter entzünden sich, ey. Dann hast du, oh nee, so ein Eiterpressbohr. Ja, aber du mit deiner komischen Rostklinge da, oder was? Okay, Blub und ich, wir sind beide irgendwie nicht mehr zu retten. Ist nächstes dann die Uhr oder und U-Boote? Alter, Conchi, was mit was für Ärschen hast du denn zu tun, ey? Alter, Dinge, die im Arsch wehtun, das sind ja Welten. Also beim Planeten hört's auf. Also wenn du sagst hier, keine Ahnung, die Sonne im Arsch tut weh, dann kriegst du von mir ein X. Also irgendwo muss man ja auch realitätsnah bleiben. Obwohl, so kleine Spielzeug-U-Boote mit so einer spitzen Antenne. Ja. Das kann schon mal. Die können auch splittern oder rosten. Wenn sie aus Holz sind oder wenn sie aus Glas sind, können sie im Arsch platzen, ja, und eine, genau, Blutung verursachen. Das ist zum Beispiel, du kennst es ja nicht, die anderen kennen es ja, das ist ja dieses Glass-Ass. Also ein Typ, der schiebt sich ein Marmeladeglas in den Arsch und das platzt. Und dann blutet es natürlich wie Sau. Das ist ja immer schön, was macht er das auch, ne? Ja, erstens das, zweitens, als ein Kumpel mir das gezeigt hat, habe ich meinen Burger ausgereiert. Also was kann ich nicht gucken, ey. Weg, ein Date zu ruinieren. Uringetränkte Krawatten sortieren, um sich schlagen und kratzen, unangemeldeten Gast einladen, ununterbrochen über ihren Pickel reden. Alles klar, okay. Ja, wer kennt's nicht? Uringetränkte Krawatten sortieren, ne? Ich kann gerade nicht, ich muss meine Krawatten sortieren. Aber warum sehen die nass? Ich hab drauf gepinkelt. Dann geht das Date rückwärts die Tür raus. Gut, und sich schlagen und kratzen ist natürlich ein bisschen blöd. Unangemeldeten Gast einladen, ja, kann auch ein Date ruinieren. Hast du das selbst erlebt, Conchi? Hat sie irgendwie so man. Da war die Conchi bestimmt in so einem, auf so einem Date, war relativ in Eile, hat da diesen Pickel so an der Nase nicht so mitbekommen. Und der Typ dann so: Oh, Alter, die Eiterbeule auf deiner Nase, die würde ich gerne mal fett ausdrücken, ey, die bleibt bestimmt am Spiegel kleben. Und du dann so: Okay, hast du das wahrscheinlich gemacht in das Gesicht vom Gegner und bist dann gegangen. Lecker! Oder stell mal vor, hier so eine dicke Eiterbeule, die dann beim Date so platzt, weißt du, und dem anderen so voll ins Gesicht, so in den Mund. Schnell weiter. Wer ist denn jetzt mit dem Löffel dran? Ich glaube, du bist dran. Ah, okay, ich... Nee, oder? Bist du Conchi? Ach, keine Ahnung, wer dran ist. Ach, lass mir die Conchi. Mit einem Löffel kann ich umrühren in der Suppe, umgebrachte Menschen essen, unverdautes Essen löffeln, U-Bahn stoppen. Okay. Halt, stopp, U-Bahn, ich halte dich auf mit einem Löffel. So ein Telekinese-Löffel. Also ich weiß nicht, ob ihr im Stream das Head in Time Nyankusa gesehen habt,
wo die U-Bahn von Katzen gezogen werden. Also so ein Löffel Milch kann so eine Katze schon mal stoppen. Yes. Alles klar. Machen wir es so. Oder legst den Löffel so auf die Schiene und er die U-Bahn entgleist erstmal. Oh, da habe ich meinen Löffel hingelegt. Oh, das ist aber schön. Gut, bevor die nächste Runde losgeht, ja, ich würde gerne nämlich hier mal einen kurzen Cut machen, weil wir schon bei 40 Minuten sind. Wir von der, wie haben wir uns jetzt genannt? Ritter der Abendrunde, kurz RIDA, verabschieden uns erstmal. Danke fürs Reinschauen für die erste Runde. Und ja, wir können alle eigentlich schon mal Tschüssi sagen. Tschüss. Bye, bye. Ich hab vergessen, wie das ausgesprochen wird. Ah, okay. Gut, Blub nicht. Der hat sein Brain ausgeschaltet und hat irgendwie verlegt und hat gesagt, Ragubla. Wenn man mit euch zusammenarbeitet, kann das schon mal passieren. Ja, das stimmt. Da muss man echt das Hirn abschalten. Gerne ein Däumchen wäre ein Träumchen. Like dalassen, Kommentar, wie ihr das so findet. Wir werden heute noch ein paar Aufnahmen machen, vielleicht noch andere Spiele zeigen. Und ja, ich hoffe, dass aus unserer Gruppe so ein kleines solides Grüppchen wird, wo dann auch natürlich regelmäßig was kommt. Und ja, irgendwann werden wir uns sowieso in der Woche mindestens mal zusammenfinden. Und man sieht sich, macht's gut, haut rein und bis zur nächsten Folge von RIDA. Ciao!